So, nach dem kurzen Vorspann und meiner Freude, dass es jetzt hier vorne dann doch sehr gefüllt ist, begrüße ich Sie ganz herzlich zum zweiten Modulteil. Ich freue mich ganz besonders, dass etwas zeitlich aus dem Rahmen und inhaltlich aus dem Rahmen fällt, Yvonne Anders, heute hier das Thema Kompetenzentwicklung im Lebenslauf vorstellen kann. Ich habe deshalb etwas Zeit versetzt, weil dieser Vortrag eigentlich etwas später hätte stattfinden sollen. Aber dadurch, dass dann einige Kollegen und Kolleginnen zu bestimmten Zeitpunkten nicht können, war das hier erforderlich. Frau Anders ist zurzeit noch in Bamberg tätig und forscht auch in diesem Bereich. Sie können also damit rechnen, auch neuere Ergebnisse zumindest kennenzulernen. Und sie hat einen Ruf bekommen an die FU Berlin, um dort als Professorin in Zukunft die Frühpädagogik zu vertreten. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem kommenden Vortrag. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und mich an dieser spannenden Vortragsreihe beteiligen darf. Ich habe mitgebracht ein Thema, das gleichzeitig auch einen meiner Forschungsschwerpunkte darstellt. Und zwar möchte ich reden über Einflüsse von Familie, Kindergarten und Grundschule auf die Kompetenzentwicklung von Kindern. Ich werde hierzu auch eingehen auf zwei Forschungsprojekte, an denen ich selber beteiligt bin. Sie sehen hier, was Sie in der nächsten Stunde erwarten wird. Zunächst werde ich das Thema sowohl bildungspolitisch als auch theoretisch einbetten. Ich werde dann kurz was sagen zum Forschungsstand, zu den Fragestellungen. Ich werde dann zwei Studien etwas genauer vorstellen, möchte das auch nutzen, um Ihnen einen kleinen Einblick in die Methoden zu geben, mit denen wir arbeiten. Und abschließend möchte ich dann kommen zur Zusammenfassung und Diskussion und hoffe dann natürlich auf rege Beteiligung. Ja, zur bildungspolitischen Einordnung. Vor mittlerweile mehr als 10 Jahren haben die Ergebnisse der international vergleichenden Schulleistungsstudien PISA dokumentiert, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland zum einen bestenfalls Mittelmaß sind, zum anderen haben diese Untersuchungen auch gezeigt, dass die Leistungen in Deutschland stärker als in anderen Ländern abhängig sind von der sozialen Herkunft und von der kulturellen Herkunft der Kinder. Das waren Ergebnisse, die zu einer breiten Diskussion geführt haben. Es wurden auch bildungspolitische Reformen angestoßen. Und unter anderem ist das Interesse für den Bereich der frühkindlichen Bildung sehr angestiegen. Die Erwartungen, die mittlerweile an die frühkindliche Bildung gestellt werden, sind sehr groß. Die frühkindlichen Einrichtungen, das sind in Deutschland die Kindertagesstätten, die Kindergärten, sollen zum einen zur Steigerung der Kompetenzen aller Kinder beitragen. Zum anderen sollen sie insbesondere auch die Benachteiligung von Kindern, die aus sozial schwachen Familien kommen oder Kindern mit Migrationshintergrund ausgleichen. Um das umzusetzen, sind in den letzten Jahren sogar Bildungspläne eingeführt worden für den frühkindlichen Bereich. Es hat eine breite Debatte gegeben über die Professionalisierung und die notwendigen Voraussetzungen auf Seiten der frühpädagogischen Fachkräften, den Erzieherinnen. Ja, wenn man das alles so hört, kann man sich auch einmal zurücklehnen und eventuell wundern. Es waren schließlich 15-jährige Schülerinnen und Schüler, die schlecht abgeschnitten hatten in den PISA-Untersuchungen. Und nun soll es der frühkindliche Bildungsbereich richten. Ist das überhaupt angemessen, diese Erwartung? Ich möchte Sie bitten, sich dieses Bild einmal anzuschauen. Es ist ganz offensichtlich ein Mädchen, eine große Schultüte in der Hand am Tag der Einschulung. Was für Gedanken gehen Ihnen dabei durch den Kopf? Vielleicht so etwas wie, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das ganze Leben liegt noch vor ihr. Ihr stehen noch alle Möglichkeiten offen. Es ist alles richtig. Wir wissen aber auch mittlerweile,
dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Einschulung, gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Kompetenzen der Kinder, der Schülerinnen und Schüler. Wir wissen außerdem, dass sich diese Kompetenzunterschiede, die schon so früh am Tag der Einschulung bestehen, dass die sich häufig vortragen und mit anderen Worten, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wenn dieses Mädchen zu Beginn ihrer Schulzeit zu den besten Schülerinnen und Schülerinnen ihrer Klasse gehört, dass sie auch am Ende mit einem der besseren Bildungsabschlüsse nach Hause gehen wird. Das heißt also, dass vor diesem Hintergrund dieser jetzt recht breit publik gemachte Slogan auf den Anfang kommt es an, durchaus seine Berechtigung hat. Ich beschäftige mich in meiner Forschung zunächst einmal mit der Frage, wie diese frühen Kompetenzunterschiede überhaupt zustande kommen. Theoretisch kann man hierfür eine systemische Sichtweise annehmen. Ich beziehe mich hierbei auf ein Modell von Bronfenbrenner, das biologisch-ökologische Modell. Nach diesem Modell lassen sich verschiedene Systeme unterscheiden. Zum einen gibt es die Mikrosysteme, die definieren die direkte Lernumwelt des sich entwickelnden Kindes. Das Mesosystem beschreibt wiederum die Beziehung zwischen den Mikrosystemen und das Makrosystem definiert die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Vor der Einschulung gibt es in den allermeisten Fällen zwei zentrale Mikrosysteme bzw. potenzielle Lernumwelten, die einen Einfluss haben auf die Kinder und auf ihre Kompetenzentwicklung. Das sind zum einen die Familie und zum anderen in den allermeisten Fällen die Kindertagesstätte oder der Kindergarten. Ich möchte nun eingehen auf die Frage, welchen Einfluss wiederum die Anregungsbedingungen, die Qualität der Anregungsbedingungen in Familie und Kindergarten auf die Kompetenzentwicklung hat. Hierzu muss man zunächst eingehen auf die Frage, was heißt eigentlich Anregungsqualität in Bezug auf die Familie und in Bezug auf den Kindergarten. Es gibt hier ganz unterschiedliche Modelle. Qualität, was Qualität ist, hängt sicherlich auch immer von der Perspektive des Betrachters ab. So haben Eltern sicherlich einen ganz anderen Blick auf die Qualitätsfrage als wir aus der Wissenschaft. Das Modell, was ich hier vorstelle, ist eine wissenschaftliche Sichtweise und ich orientiere mich an dem sogenannten strukturell-prozessualen Ansatz. Demnach können wir unterscheiden drei Dimensionen von Qualität: Strukturqualität, Orientierungsqualität und Prozessqualität. Die Strukturqualität in Bezug auf den Kindergarten bedeutet zum Beispiel, sind es solche Merkmale, die strukturellen Rahmenbedingungen wie Anzahl der Erzieherinnen im Verhältnis zur Anzahl der Kinder, der Erzieher-Kind-Schlüsse. Die fachliche Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte, die Größe der Kindergruppen etc. Das sind Merkmale, die in aller Regel politisch regulierbar sind. Die Orientierungsqualität bezieht sich auf die pädagogischen Werte, die pädagogischen Haltungen der pädagogischen Fachkräfte. Das heißt, es geht um Aspekte, wie definieren sich die pädagogischen Fachkräfte selber, wie definieren sie ihre eigene Rolle, welchen Stellenwert haben bestimmte Bildungsbereiche. Prozessqualität bezieht sich auf die Qualität der pädagogischen Interaktion zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind. Dasselbe Modell lässt sich durchspielen für die Familie. Strukturqualität bezieht sich dann in diesem Zusammenhang zum Beispiel auf Merkmale wie Bildungshintergrund der Eltern, der sozioökonomische Status der Familie, die Familiengröße, Anzahl der Geschwister etc. Orientierungsqualität bezieht sich auf die pädagogischen Werte der Eltern bzw. der Bezugspersonen, Bildungsaspirationen, welchen Stellenwert hat Bildung in der Familie. Und die Prozessqualität definiert wiederum die Qualität der pädagogischen Interaktionen zwischen den Eltern und dem Kind. Man nimmt jetzt nicht an, dass alle drei Bereiche gleichermaßen auf die Kinder bzw. die Kompetenzentwicklung wirken.
Man nimmt vielmehr eine indirekte Wirkung der strukturellen Merkmale und der Orientierungsmerkmale auf die Prozessqualität an. Und die Prozessqualität soll nun wiederum direkt auf die Kompetenzentwicklung der Kinder wirken. Zum empirischen Forschungsstand. Was wissen wir bislang darüber, wie Familie und Kindergarten bzw. familiale Anregungsqualität und Kindergartenqualität auf die Entwicklung wirken, auf die Kompetenzen der Kinder wirken? Wir wissen zum einen, dass die Qualität der Lernumgebung in der Familie ganz substanziellen Einfluss hat. Da gibt es verschiedene Studien, sowohl aus dem internationalen Bereich als auch aus dem nationalen Bereich, dass Familien, die ihre Kinder angemessen fördern, die eine anregungsreiche Umgebung herstellen, dass die einen recht großen Einfluss haben auf die Kompetenzentwicklung der Kinder. Es gibt mittlerweile auch vermehrt Studien, vornehmlich aus dem internationalen Bereich, die nachgewiesen haben, dass eine hohe Qualität von frühkindlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ebenfalls förderlich für die kognitive und soziale Entwicklung ist. In Deutschland selbst haben wir erst wenige empirische Studien zu den Effekten frühkindlicher institutioneller Bildung. Und insbesondere wissen wir wenig darüber, wie die Lernumgebung in der Familie und im Kindergarten zusammenwirken. Und diese Frage ist ganz besonders wichtig, wenn man die Annahme hat, dass Kindergärten, Kindertagesstätten insbesondere sozial benachteiligte Kinder fördern sollen. Es gibt zwei Studien, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das eine ist die Studie BIGS, die wir in Bamberg durchführen. Und das andere ist eine englische Studie, die Studie EPSI in England. Und ich werde jetzt auf beide Studien eingehen. Die Studie BIGS 3 bis 10, die Abkürzung steht für Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und die Formation von Selektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter. In dieser Studie untersuchen wir insgesamt 547 Kinder seit 2005, die 97 Kindergärten besucht haben. Und sie werden seit 2005 mindestens einmal jährlich in ihren Kompetenzen untersucht. Ich habe gesagt, die Kinder waren im Kindergarten, weil sie aktuell bereits in der vierten Grundschulklasse sind. Das Projekt ist auch relativ am Ende. BIGS 3 bis 10 bezieht sich auf das Alter der Kinder. Das heißt, wir untersuchen die Kinder in der Altersspanne von 3 bis 10 Jahren. Die Erhebungsregionen sind Bayern und Hessen. Und was eine Besonderheit unserer Studie ist, dass es eine sogenannte multimethodale Studie ist, beziehungsweise eine Studie, die den Mixed Methods Approach nutzt. Das heißt nichts anderes, dass wir sehr viele unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Das heißt, es werden sowohl standardisierte Tests als auch Interviews, Fragebögen, Beobachtungen eingesetzt, um einerseits die Kompetenzen der Kinder zu testen, andererseits aber auch sehr viele Informationen zu sammeln, zum Beispiel zum sozialen Hintergrund des Kindes und der Familie und zu den Qualitäten der verschiedenen Lernumwelten, zunächst Familie, Kindergarten und natürlich auch der Grundschule. Was eine Besonderheit an unserer Studie ist, dass wir nicht nur die Kinder und die Kompetenzen der Kinder im Längsschnitt erfassen, sondern auch die Anregungsqualität in Familie, Kindergarten und Grundschule im Längsschnitt erfassen. Im Längsschnitt erfassen heißt, dass wir sie wiederholt erfassen und somit können wir auch Aussagen machen über die Veränderung von Qualität, zum Beispiel über die Bildungskarriere der Kinder, zumindest solange sie in unserer Studie sind. Ich möchte jetzt eingehen auf ein Untersuchungsbeispiel. Das bezieht sich auf frühe Rechenfertigkeiten und die Entwicklung der frühen Rechenfertigkeiten im Alter von 3 bis 5 Jahren. Und wir haben uns hier angeschaut, die Frage zum einen, wie die Anregungsbedingungen in der Familie die Entwicklung beeinflussen, zum anderen,
welchen Einfluss Qualitätsmerkmale des Kindergartens haben und drittens, wie die Anregungsbedingungen in Familie und Kindergarten zusammenwirken und ob Kinder aus anregungsarmen Familien tatsächlich stärker von einer höheren Qualität des Kindergartens profitieren als andere Kinder. Die Variablen bzw. die Faktoren, die wir dabei betrachtet haben, ist zum einen die abhängige Variable, also das Entwicklungsmaß, was wir uns anschauen, sind die Rechenfertigkeiten, die wurden erfasst mit der deutschen Version der Kaufmann Assessment Battery for Children, die Subskala Arithmetik. Das ist ein Test, wo Kinder in Einzelsituationen von einer geschulten Person getestet werden und verschiedene Aufgaben aus dem Bereich der frühen Mathematik bearbeiten. Wir haben unterschiedliche mögliche Einflussfaktoren, die wir betrachten. Das sind zum einen die Hintergrundinformationen über die Kinder und deren Familien, das Geschlecht, das Alter der Kinder, der Migrationshintergrund, den wir über die Muttersprache der Eltern erfassen, der sozioökonomische Status der Familie, der Bildungsgrad der Mutter und das Alter bei Eintritt in den Kindergarten. Die familiale Anregungsqualität ist natürlich sehr wichtig in unserer Studie, stellt einen zentralen Faktor dar. Wir untersuchen hier zum einen die familiale Anregungsqualität im Bereich Literacy. Das heißt, es bezieht sich darauf, inwieweit in der Familie Aktivitäten und Materialien vorhanden sind, die Vorläuferfähigkeiten zu schreiben oder zu lesen fördern. Und es bezieht sich auch auf die Qualität der pädagogischen Interaktionen in diesem Bereich, in der Regel zwischen Mutter und Kind. Sie sehen auf dieser Folie, hier sind auch einige Beispiel-Items aufgeführt, das heißt Elemente dieser Skala, um Ihnen hier einen besseren Einblick zu geben. Es sind solche Aspekte wie die Anzahl der Kinderbücher in der Familie. Es sind aber auch Aspekte, die wir aus Beobachtungen erfasst haben, wie zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind umgeht, wenn sie gemeinsam ein Kinderbuch sich anschauen. Also es ist eine Skala, die auf verschiedene Instrumente zurückgreift und so insgesamt ein recht breites Bild gibt über die Anregungsqualität für den Bereich Literacy. Und eine ähnliche Skala haben wir entwickelt für den Bereich Numeracy. Hier geht es um Existenz und Qualität von Aktivitäten und Materialien, welche vormathematische Fähigkeiten fördern, wie zum Beispiel das frühe Rechnen oder auch räumliche Verhältnisse. Und auch hier sehen Sie Beispiele, was diese Skala erfasst. In Bezug auf den Kindergarten betrachten wir zum einen strukturelle Merkmale, Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in der Gruppe, die Gruppengröße, Erzieherin-Kind-Schlüssel, Quadratmeter pro Kind, das Durchschnittsalter der Kinder in der Gruppe und das Bundesland Hessen oder Bayern. Falls Sie sich wundern, wir erfassen nicht die fachliche Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte aus dem einzigen Grund heraus, dass zu dem Zeitpunkt zumindest keinerlei Varianz zwischen den Erzieherinnen da waren. Die waren alle an Fachschulen ausgebildet oder so gut wie alle. Um die Prozessqualität zu erfassen, haben wir Beobachtungen durchgeführt und haben hier ein Instrument benutzt, was international breit eingesetzt wird, ist die Early Childhood Environmental Rating Scale, zu Deutsch die Kindergarten-Einschätzskala KESS. Es werden betrachtet zwei Aspekte, die EKAS-R oder KESS-R gibt Einblick in die globale Qualität eines Kindergartens. Hierbei wird bewertet Platz und Ausstattung, Betreuung und Pflege der Kinder, allgemeine Anregungen, Aktivitäten, die Interaktion, die Strukturierung der pädagogischen Arbeit und die Kooperation zwischen Eltern und Erzieherinnen.
Die EKSE-KESE stellt eine Erweiterung dar und das ist ein Instrument, das ganz spezifisch darauf abzielt, die Qualität der Anregung in Bezug auf frühe akademische Fähigkeiten zu beurteilen. Das sind die Bereiche Lesen und Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften und auch die Berücksichtigung individueller Entwicklungsbedürfnisse. Gut, bevor ich zu den Ergebnissen in Bezug auf unsere Hauptfragestellung komme, möchte ich Ihnen hier erstmal ein paar erste Ergebnisse in Bezug auf die familiale Anregungsqualität und die Kindergartenqualität zeigen. Hier sehen Sie HLE, das steht für Home Learning Environment, also unsere beiden Skalen für den Bereich Literacy und Numeracy. Sie haben eine mögliche Spannweite von 0 bis 1. Und Sie sehen hier die Mittelwerte und hier ist interessant, dass in den Familien, die wir untersuchen, die Qualität im Bereich Literacy höher ist, auch signifikant höher ist als im Bereich Numeracy. Das heißt, dass Aktivitäten wie gemeinsames Vorlesen etc. in den Familien sehr viel präsenter sind als die Förderung mathematischer Fähigkeiten. In Bezug auf die Kindergartenqualität sehen Sie hier zum einen Mittelwerte für KESR, KESE und dann nochmal für die Unterskalen Literacy und Mathematik. Hieran ist interessant, dass die Skala insgesamt auf einem Bereich zwischen 1 bis 7 ist. 1 und 2 deckt dabei geringe Qualität ab. 3 bis 5 ist mittlere Qualität. Nur Einrichtungen, die 6 oder 7 erzielen, können als Einrichtungen hoher Qualität bezeichnet werden. Und was wir hier sehen, ist, dass die Einrichtungen insgesamt hier eher geringe bzw. mittelmäßige Qualität haben, insbesondere hier im Bereich Mathematik bzw. im Bereich der KESE, wo es um die akademischen Bildungsbereiche im Kindergarten geht. Das sind allerdings Werte, das ist jetzt, also da ist Deutschland jetzt nicht einmalig oder auch nicht einmalig schlecht, das ist auch durchaus vergleichbar zu dem, was man in anderen Ländern findet. Gut, diese Folie sieht jetzt, denke ich mal, erstmal relativ komplex aus. Ich möchte hier unser Untersuchungsmodell erläutern, was wir angewandt haben, um die Fragestellung der Auswirkungen von Familie und Kindergarten auf die Entwicklung der Rechenfertigkeiten zu untersuchen. Zum einen sehen Sie hier, wir haben Rechenfertigkeiten erhoben im Alter von 3, 4, 5 und 6 Jahren. Und wir gehen mit zwei Grundannahmen in diese Untersuchung. Zum einen nehmen wir an, dass sich Kinder in ihren Ausgangswerten in den Rechenfertigkeiten unterscheiden können. Und zum anderen nehmen wir an, dass sie sich in ihrem Wachstum unterscheiden können. Hierdurch entstehen diese Ellipsen. Wir nehmen an, dass es hier einen Ausgangswert gibt und das Wachstum. Und nun gucken wir schrittweise, welchen Einfluss verschiedene Einflussfaktoren haben können. Als erstes betrachten wir hier die individuellen Hintergrund- und Familienvariablen, also Bildungsstand der Mutter etc., Geschlecht. Als zweites den Bereich der Anregungsqualität in der Familie. Und als drittes und viertes dann die Kindergartenfaktoren. Wichtig an diesem Modell ist, an diesem schrittweisen Vorgehen ist, wenn ich jetzt gleich später über Kindergarteneffekte spreche, dann sind das immer Effekte, die man nicht erklären könnte, dadurch, dass sich die Kinder zum Beispiel in ihrem Sozialstatus unterscheiden oder Ähnliches. Gut, zu den Ergebnissen. Welche Faktoren haben nun Einfluss auf die Ausgangsfertigkeiten und die Entwicklung über die Kindergartenzeit? Wir finden zum einen Geschlechtseffekte, Effekt des Migrationshintergrunds, Bildung der Mutter und sozioökonomischer Status. Geschlechtseffekte in dem Sinne, dass Mädchen zu Beginn bessere Fertigkeiten haben. Auch Kinder, deren Eltern keinen Migrationshintergrund haben, haben zu Beginn bessere Fertigkeiten. Kinder mit höher gebildeten Eltern und Kinder aus Familien,
mit höherem sozioökonomischen Status. Das heißt, wir können bereits im Alter von 3 Jahren diese sozialen Unterschiede im Bereich Rechenfertigkeiten feststellen. Über die Kindergartenzeit sehen wir für den sozioökonomischen Status einen Schereneffekt. Das heißt, die Unterschiede vergrößern sich sogar noch. In Bezug auf Geschlecht und Migrationshintergrund sehen wir einen Aufholeffekt. Das heißt, Jungs holen über die Kindergartenzeit auf, genauso wie Kinder mit Migrationshintergrund über die Kindergartenzeit aufholen. In Bezug auf die Anregungsqualität in der Familie finden wir recht starke Effekte für die Ausgangsfertigkeiten, sowohl für die Anregungsqualität im Bereich Literacy als auch für die Anregungsqualität im Bereich Numeracy. Diese Unterschiede werden aber dann über die Kindergartenzeit fortgetragen. Das heißt, sie beeinflussen den Verlauf des Wachstums nicht weiter. Für Strukturmerkmale des Kindergartens finden wir ebenfalls Effekte, sehr frühe Effekte schon bei den Ausgangsfertigkeiten. Für das Durchschnittsalter der Gruppe, Erzieher-Kind-Schlüssel und die Größe der Einrichtung, aber keine weiteren Effekte für den Verlauf der Entwicklung. Schaut man hier nun aber auf die Prozessqualität des Kindergartens, und ich hoffe, man kann es sehen, obwohl ich das so schön rot unterlegt habe, sehen wir, dass es die KES-E ist, also die Skala, die die Anregungsqualität in den Bereichen Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften und individuelle Förderung abbildet, die signifikant einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Rechenfertigkeiten zwischen 3 und 5 Jahren und das, wenn man eben individuelle Hintergrund- und Familienmerkmale, die Anregungsqualität in der Familie und auch die Strukturmerkmale des Kindergartens kontrolliert. Und der stärkste Effekt ist hier dafür die Subskala, die auch die Qualität in der mathematischen Förderung abbildet. Das scheint jetzt erstmal so zu sein, dass man denkt, ja, das macht ja auch Sinn. Es kommt nur sehr häufig bei diesen Projekten, kommen sehr viele Ergebnisse raus, die keinen Sinn machen. Deswegen haben wir uns hier natürlich dann besonders darüber gefreut. Gut, die letzte Frage war, ist der Effekt der Prozessqualität des Kindergartens abhängig von der Anregungsqualität in der Familie? Beziehungsweise mit anderen Worten, profitieren Kinder aus anregungsarmen Familien stärker von einer höheren Prozessqualität des Kindergartens? Wir finden hier eine Abhängigkeit und man kann hier sagen, dass zum einen sich alle Kinder über die Studienzeit verbesserten, dass es insbesondere solche Kinder waren, die aus Familien mit mittlerer oder hoher Anregungsqualität kamen und aus Kindergärten mit hoher Prozessqualität. Kinder aus Familien mit mittlerer Anregungsqualität konnten auch besonders von einer hohen Prozessqualität des Kindergartens profitieren. Wir finden allerdings, dass diese Gruppe der Kinder, die besonders geringe Anregungsqualität in der Familie hat, offenbar nicht von einer hohen Prozessqualität im Kindergarten profitieren kann, sodass wir das in diesem Sinne so interpretieren würden, dass ein Mindestmaß an Unterstützung in der Familie notwendig zu sein scheint, damit die Kinder von der Prozessqualität im Kindergarten auch profitieren können. Gut, es ist ein komplexes Ergebnis, wo wir vielleicht am Ende nochmal drauf zurückkommen können bzw. diskutieren können. Wenn die Kinder jetzt älter werden, ist klar, dass noch ein drittes System bzw. eine dritte Lernumgebung sehr relevant wird. Das ist die Schule. Und uns interessieren hier verschiedene Fragestellungen. Zum einen die Frage, ob die positiven Effekte der hohen Kindergartenqualität bestehen bleiben oder ob sie sehr schnell verschwunden sind, beziehungsweise überdeckt werden durch Erfahrungen in der Grundschule. Dann interessiert uns, ob die Kindergartenqualität lediglich die Ausgangswerte der Kinder beeinflusst oder ob sie auch die Kinder in einer Art vorbereiten, dass sie zum Beispiel sich auch besser entwickeln als andere Kinder.
Und letztlich interessiert uns natürlich, welchen Einfluss und welche Rolle in diesem ganzen Zusammenspiel jetzt die Anregungsqualität bzw. die Unterrichtsqualität in der Grundschule spielt. Bei der Unterrichtsqualität beziehen wir uns auf ein theoretisches Modell, was von sehr vielen Forschern mittlerweile angenommen wird. Das ist ein Modell von Klima und anderen. Dementsprechend ist die Unterrichtsqualität, lässt sich beschreiben, aus drei Dimensionen, drei wichtigen Faktoren. Zum einen die Qualität der Klassen- und Unterrichtsführung, zum anderen die Qualität der Schülerorientierung, das heißt, inwieweit im Unterricht ein unterstützendes Klima gelebt wird, vorhanden ist. Und der dritte Aspekt ist der der kognitiven Aktivierung. Das heißt, inwieweit die Freiheit der Gedanken gelebt wird, ob mehrere Lösungsmöglichkeiten bei Aufgaben im Mathematikunterricht zum Beispiel diskutiert werden und auch angeregt werden, ob die Schülerinnen und Schüler zum Mitdenken angeregt werden, etc. Und es ist auch diese Qualitätsdimension, die sich in anderen Studien jetzt im Bereich der schulischen Bildungsforschung bzw. der Unterrichtsforschung als besonders relevant für die Kompetenzentwicklung der Kinder gezeigt hat. Deswegen konzentrieren wir uns in unserer Studie auch auf diesen Bereich von Unterrichtsqualität, wenn es um die Anregungsqualität in der Schule geht. Gut, welche Ergebnisse haben wir jetzt aus BICS heraus? Zum einen in Bezug auf die Kindergartenqualität können wir sagen, dass diese positiven Effekte, die wir zu Beginn der Grundschule bzw. am Ende der Kindergartenzeit hatten, dass die auch noch bestehen bleiben bis zum Ende der ersten Grundschulklasse. Wir sehen weiter, dass die Kinder nicht nur bessere Ausgangswerte haben, sondern dass Kinder, die einen qualitativ hochwertigen Kindergarten besucht haben, auch eine bessere Entwicklung im ersten Grundschuljahr zeigen. Und wir finden zu diesem Zeitpunkt erstmal keinen Effekt der Unterrichtsqualität im Fach Mathematik. Das ist etwas, was natürlich so jetzt erstmal nicht erwartet wurde, aber wir denken, wir sind hier erstmal oder wir haben erstmal nur ausgewertet bis zum Ende des ersten Grundschuljahres und denken, dass wahrscheinlich noch etwas mehr Zeit vergehen muss, damit sich dieser Effekt der Unterrichtsqualität auch entsprechend abbilden kann. Was könnte man jetzt mittel- bis langfristig erwarten für den weiteren Bildungsverlauf der Kinder? Ich möchte ja einen kleinen Sprung machen nach England zur Studie EPSI. EPSI steht für Effective Provision of Pre-Primary and Secondary Education in England. Die EPSI-Studie ist, glaube ich, sowas wie die große Schwester der BICS-Studie. Es werden mehr als 3000 Kinder aus 144 Preschools bereits seit 1997 untersucht. Die EPSI-Studie untersucht auch eine zusätzliche Gruppe von Kindern, die überhaupt keine Preschool-Erfahrungen haben. Und der methodische Ansatz ist letztlich vergleichbar zu dem, was ich eben vorgestellt habe in Bezug auf die BICS-Studie. Das heißt, es werden einerseits immer wieder wiederholt Kompetenzmessungen durchgeführt mit den Kindern und es werden sehr detaillierte Informationen über den sozialen Hintergrund der Kinder, der Familien und die Qualitäten der Lernumwelten Familie, Preschool und Grundschule erfasst. Ja, die EPSI-Kinder sind mittlerweile 16 Jahre. Auch diese Studie befindet sich am Ende. Hier steht das EPSI 3 bis 16 eben auch für den Altersbereich, der in dieser Studie erfasst wird. Und man findet hier zum einen ähnlich wie bei uns positive Effekte der Anregungsqualität in der Familie und in der Preschool auf die kognitive und soziale Entwicklung der Kinder. EPSI konnte schon zeigen, dass die positiven Effekte einer hohen Kindergartenqualität und auch im Alter von 10, 11 bzw. kürzlich veröffentlicht noch im Alter von 14 Jahren nachgewiesen sind.
Es ist aber auch ein zentrales Ergebnis, dass die Effektivität der Grundschule ebenfalls einen ganz relevanten Einfluss auf die Kompetenzentwicklung der Kinder hat. Und dass eine effektive Grundschule besonders für solche Kinder wichtig ist, die zuvor keine vorschulische Erfahrung hatten, beziehungsweise eine Vorschule beziehungsweise Preschool geringer Qualität hatten, sodass wir, wenn man das auf unsere Studie überträgt, erwarten würden, dass gegebenenfalls, wenn wir uns die Daten für die späteren Erhebungswellen angucken, dass dann auch Grundschuleffekte nachweisbar sein sollten. Ja, ich komme zur Zusammenfassung und habe ja einige Diskussionspunkte zusammengetragen. Zusammenfassend sind mir drei Punkte wichtig. Zum einen lässt sich durch verschiedene Studien belegen, dass sowohl die Qualität der Lernumgebung in der Familie als auch im Kindergarten Einfluss auf die frühe Kompetenzentwicklung von Kindern haben. Das heißt letztlich, dass auch die bildungspolitischen Initiativen in Richtung der Stärkung des frühkindlichen Bildungsbereichs in die richtige Richtung weisen. Wir sehen aber, dass insbesondere die Qualität des Kindergartens ausschlaggebend ist. Das heißt, frühkindliche Bildung sollte dementsprechend nicht nur allen Kindern zugänglich gemacht werden, sondern es sollte sichergestellt werden, dass eine umfassend hohe Qualität in den frühkindlichen Einrichtungen vorherrschend ist. Als Diskussionspunkte finde ich wichtig zum einen die Schlussfolgerungen, die sich gegebenenfalls für die politischen Entscheidungsträger ergeben. Auch welche Schlussfolgerungen sich ergeben in Bezug auf die Kooperation von frühkindlichen Bildungseinrichtungen und Familien. Und letztlich, welche Schlussfolgerungen sich ergeben für die notwendigen Qualifikationen bzw. die Ausbildung der frühpädagogischen Fachkräfte. Hier noch einige Referenzen zusammengestellt, in denen Sie auch einige der Ergebnisse, die ich vorgestellt habe, genauer nachlesen können. Und bedanke mich an dieser Stelle erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Vielleicht können wir es jetzt erstmal so halten, dass wir in einer ersten Runde vielleicht Fragen, überhaupt erstmal Verständnisfragen, ja, natürlich, noch einmal gibt, bevor wir dann auf Ihre Diskussionsfragen eingehen. Sind von Ihrer Seite Fragen für mich Verständnis? Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage zur anregungsarmen und anregungsstarken Familien. Mhm. Kann ich das mit dem sozialen Status gleichsetzen oder sind das halt auch mehrere Faktoren, die das beeinflussen? Man kann es nicht mit dem sozialen Status gleichsetzen. Also es ist zum einen so, dass es einen starken Zusammenhang gibt. Das heißt, dass in sozial schwachen Familien in der Regel auch die Anregungsqualität geringer ist. Aber es lässt sich nicht komplett erklären und ich freue mich, dass ich hier eine Folie habe, die da vielleicht nochmal zum Verständnis beiträgt. Und hier, das sind Folien, die ich Ihnen erspart habe sozusagen. Das sind die Koeffizienten der Modelle. Diese Koeffizienten machen hier immer eine Aussage über die Stärke des Einflusses, den ein Faktor hat. Und Sie sehen hier, SES steht für sozioökonomischer Status und das hier ist das Modell, wo quasi nur die Hintergrundvariablen, also Geschlecht, Migrationshintergrund, sozioökonomischer Status, Bildungsgrad der Mutter, enthalten sind. Und Sie sehen, dass wir hier einen signifikanten Effekt haben, sowohl auf die Ausgangsbedingungen als auch auf die Entwicklung der Rechenfertigkeiten. Das zweite Modell hier, da ist neben den Ausgangsfaktoren ist auch die familiale Anregungsqualität im Bereich Literacy im Modell enthalten. Und Sie sehen jetzt hier, dass wir hier einen recht starken Effekt haben und dass dadurch der Effekt des sozioökonomischen Status deutlich geringer wird und auch gar nicht mehr signifikant ist. Das heißt, dass eben
ja einige der Unterschiede der familialen Anregungsqualität durch den sozioökonomischen Status erklärt werden können, aber eben nicht alle. Hier vorne war gerade meine Meinung. Ja, Sie haben ja gesagt, also steht da hier auch wieder, dass der Bildungsgrad der Mutter berücksichtigt wird. Und ist das jetzt einfach, weil tendenziell meistens die Mutter sozusagen die engste Bezugsperson ist? Weil ich meine, bei manchen Kindern müsste man das ja dann, wenn es nur so wäre, eventuell austauschen gegen, ja, gegen den Vater meinetwegen oder die Oma oder irgendwie so. Oder ist das, hat das noch einen anderen Grund? Wir haben die Väter nicht vergessen. Also wir haben auch die, Väter in unseren Modellen erstmal grundsätzlich berücksichtigt. Wir haben natürlich dieselben Informationen, die wir über die Mutter haben, auch über den Vater. Sie haben nur gesehen, dass die Modelle, mit denen wir rechnen, die sind sehr umfangreich. Das heißt, wir gucken uns eine ganze Menge an Faktoren an. Das heißt, wir müssen relativ sparsam auch sein mit diesen Hintergrundfaktoren, die wir überhaupt berücksichtigen können. Und es ist in dieser frühen Altersspanne so, dass wenn ich den Bildungsstand der Mutter berücksichtige, dass der Bildungsstand des Vaters statistisch gesehen keinen weiteren signifikanten Effekt mehr hat. Aber das hängt eben mit vielen Dingen zusammen. Zum einen wahrscheinlich, weil in vielen Fällen in dieser Zeitspanne die Mutter einfach die primäre Bezugsperson ist. Zum anderen auch, weil Bildungsstand der Eltern auch miteinander korreliert sind. Also Partner haben eher einen ähnlichen Bildungsstand. Bitte schön. Also das hier ist, ist jetzt einfach die Frage Abitur, Hauptschulabschluss, Ähnliches. Es gibt auch andere Untersuchungen, wo wir uns dann eben die weitere Bildung angeguckt haben. Also es gibt auch Untersuchungen, die dann eben Universitätsabschluss versus andere Abschlüsse sich anschauen. Also letztlich geht es da um die formalen Qualifikationen. Darf ich mal direkt nachfragen an dem Punkt? Wie gewährleisten Sie an der Stelle, wenn Sie ein Strukturmerkmal nehmen, ein Zusammenhang zum Beispiel, ich sag mal, zur mathematischen Kompetenz oder Fertigkeiten. Ich sag mal ein Beispiel, Eltern haben Abitur, aber sind immer mit 5 durchgerasselt in Mathe. Ja. Wie kriegen Sie den Zusammenhang hin? Der zeigt sich statistisch oder zeigt sich nicht, kann ich. Mir ist klar. Nein, also das, ich sag mal so, wir können natürlich all unsere Merkmale, die wir erfassen, sind ja letztlich nur sehr grobe Indikatoren. Genauso wie wir für den Migrationshintergrund an dieser Stelle berücksichtigen die Muttersprache der Eltern. Das muss ja nichts darüber sagen, zum Beispiel welche Sprache in der Familie gesprochen wird. Das muss auch nichts über die sprachliche Anregungsqualität sagen. Genauso muss die Frage, ob jemand Abitur hat, jetzt nichts darüber sagen, ob was meine Bildungsaspirationen in Bezug auf Mathematik sind oder ob ich gut oder schlecht in Mathematik war. Der Bezug zeigt sich letztlich statistisch. Wir schauen, inwieweit gibt es Zusammenhänge und wenn sich dieser Zusammenhang zeigt, interpretieren wir das in der Richtung. Und das ist manchmal erstaunlich, welche grobe Indikatoren dann doch so starke Zusammenhänge produzieren. Haben Sie erstmal noch Verständnis nachfragen, bitte. Ja, also was mich jetzt noch interessiert ist, hat denn diese frühkindliche Anregungsphase im Kindergarten, hat das denn jetzt wirklich auch über lange Zeit gesehen dann eine Auswirkung auf Kinder, die jetzt zum Beispiel aus einer anregungsarmen Familie kommen, wo jetzt vielleicht Geschwister, die Eltern vielleicht alle in Anführungszeichen nur einen Hauptschulabschluss haben, dass dieses Kind dann später nach der 4. Klasse zum Beispiel auch dann eine andere Schulempfehlung bekommt? Also weil Sie ja vorhin sagten, der Ausgang des Vortrags war ja die Schule und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie bei Ihrer Studie jetzt schon Kinder in der 4. Klasse noch betreuen. Und da steht das jetzt ja an, dass der Schulwechsel kommt. Und wie wirkt sich das denn aus? Weil das müsste sich dann ja spätestens da dann irgendwann zeigen.
Also wir können aus jetzt der BEGS-Studie heraus da im Moment noch nichts zu sagen, weil sozusagen gerade die Daten reingekommen sind und sie in dem Sinne noch nicht analysiert sind, sodass wir da nichts drüber wissen. Es gibt verschiedene andere Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund, dass Kinder, die länger als 2 Jahre einen Kindergarten besucht haben, ganz unabhängig von der Qualität, insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund, die länger als 2 Jahre einen Kindergarten besucht haben, in der 4. Grundschulklasse deutlich bessere Lesefähigkeiten hatten, sodass man da vermuten kann, dass dann eben auch der Übergang auf die weiterführende Schule erleichtert wird. Ansonsten wäre ich an der Stelle mit den Erwartungen etwas vorsichtig, weil unsere Studie ja diesen kompensatorischen Effekt, den Sie ansprechen, weist unsere Studie ein bisschen in eine andere Richtung. Wir finden ja eher, dass gerade die Gruppe der Kinder, die aus ganz anregungsarmen Familien kommt, eben diese hohe Prozessqualität des Kindergartens gar nicht für sich nutzen kann. Also ich denke, die Frage ist da zum Teil noch offen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt zum Beispiel aus den USA sehr, sehr große Studien, die zum Teil sehr groß angelegte Modellprojekte hatten, speziell für Kinder aus benachteiligten Familien. Und die können für die Teilnehmer dieser Modellprojekte zum Teil positive Effekte auf Lebenslaufvariablen wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit etc. Noch im Erwachsenenalter nachweisen. Also da ist, glaube ich, die Forschungslage immer noch offen. Also ich glaube, was wir sagen können, ist, wenn wir mittel- und langfristig positive Effekte haben wollen, dann brauchen wir eine hohe Qualität. Also ich glaube, in dieser Richtung kann man das argumentieren. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet hat. Ja, mehr oder weniger. Aber das klingt jetzt so, als ob diese Bildung nur Sinn macht, wenn man auch mit der Familie zusammenarbeitet. Also für Kinder, die aus anregungsarmen Familien kommen, in denen die Eltern nicht diese Unterstützung gleichermaßen bieten wie jetzt Eltern aus anregungsreichen Familien, für die macht dann ja praktisch diese Zeit im Kindergarten ja nicht viel mehr Sinn. Das haben Sie ja jetzt eben. So ist dann ja nicht so erfolgreich wie jetzt in dem anderen Fall. Also so generell würde ich das natürlich nicht sagen, aber es ist so, dass die Programme und Modellprojekte, die es gibt, die mittelfristig erfolgreich waren oder sind, dass die sich letztlich dadurch auszeichnen, dass sie eben auch die Familien und Eltern der Kinder mit einbeziehen. Es gibt ja auch entsprechende Entwicklungen in Deutschland, dass sich Kindertageseinrichtungen immer stärker zu Familienzentren hin entwickeln und das ist letztlich aus dieser Erwartung entstanden, dass man eben die Familie mit ins Boot holen muss. Auch wenn ich gerade filme, aber trotzdem noch eine Nachfrage zu den Zielvariablen. Das sind ja Testscores von Literacy und Numeracy Tests. Inwieweit, das habe ich jetzt aus dem Vortrag nicht entnommen, sind das tatsächlich Kompetenztests oder sind das eher Leistungstests? Also ich habe das jetzt die Elemente wieder abgefragt werden. Also das wäre auch im Anschluss an die Frage vorhin schon, was da tatsächlich gemessen wird. Also das finde ich dann auch in den Interpretationen dann einfach mal interessant, den Zusammenhang gerade von Prozessqualität zu den Leistungen, die Kinder ja erbringen, das besser nachvollziehen zu können. Ja. Also das Beispiel, was ich aus BIGS gezeigt habe, das ist eine Skala Rechenfertigkeiten, das ist ein Kompetenztest. Die EPI-Studie, die hat einerseits Kompetenztests, zum anderen greift die EPI-Studie im Alter von 7 und 11 Jahren zurück auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in diesen nationalen Assessments. Also das sind dann
sind dann Leistungsscores, die quasi an die Stichprobe herangespielt werden. Andere Studien wiederum, Preschool-Projekt oder Ähnliches, die arbeiten auch sehr stark mit solchen Lebenserfolgsvariablen, sage ich mal. Oder es gibt halt eben auch so gesellschaftliche Outcomes wie Kriminalität in der Gegend etc. Also deshalb, also ich glaube, so eindeutig kann man es nicht beantworten. Das, was ich gezeigt habe, sind Kompetenztests. Also das, wo auch dann kognitive Elemente der Kompetenz Bestände. Genau. Okay. Ich habe da auch noch eine Frage, nämlich Sie haben zuletzt, bevor Sie zu den Fragen, zu denen wir ja auch gleich kommen. Müssen wir nicht. Ich freue mich, dass so viele Fragen kommen. Selbst nochmal betont, dass eine hohe Qualität des Kindergartens sicher sei. Sichergestellt werden muss. Sichergestellt werden muss. Entschuldigung. Und diese hohe Qualität, könnten Sie die kurz definieren? Ich sage auch gleich den Hintergrund meiner Frage. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, also diese Qualität, wenn sie denn wirken soll und Effekte abbilden soll, muss auf eine Basis zurückgreifen können aus der Familie. Ja. Da könnte eine umgekehrte Interpretation, und da sind wir ja im Bereich der Interpretation und nicht mehr der Deskription, ja auch sein, dass das Prozessmodell selber, was beschrieben ist, nicht Ursache dessen sein kann. Ja. Dass das nämlich gerade für die Gruppe, die jetzt da in Schwierigkeiten kommt, auch das falsche Modell ist. Also das sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also dass, ich meine, wir arbeiten ja mit einem gewissen Prozessmodell beziehungsweise einem gewissen Instrument. Das ist in diesem Fall die Kindergarteneinschätzskala, und die Skala, die sich da positiv auswirkt, ist die Erweiterung. Und dann die erfasst letztlich erstmal, muss man auch ehrlich sagen, auch quantitative Aspekte, inwieweit der Bildungsbereich Mathematik, Literacy, Naturwissenschaften im pädagogischen Alltag überhaupt vorkommt, inwieweit die pädagogischen Fachkräfte hierbei mit den Kindern interagieren. Es erfasst aber zum Beispiel in keinster Weise dann, inwieweit bei der Umsetzung dieses Bildungsauftrags dann Rücksicht genommen wird, zum Beispiel auf den Sprachhintergrund, beziehungsweise es erfasst auch nicht, ob sozusagen alle Kinder der Gruppe dann gleichermaßen involviert sind. Das kann es in diesem Fall nicht. Und ich denke, dass das vielleicht ein Punkt ist, worauf Sie hinaus wollen, dass natürlich diese Prozessmodelle dann auch, also dass das Qualitätsmodell letztlich vielleicht vernachlässigt den Aspekt, inwieweit geht die Erzieherin oder die pädagogische Fachkraft auf die individuellen Voraussetzungen des Kindes ein. Also der Hintergrund war, und das nicht nur diesem Modell, sondern grundsätzlich jedem Modell ist da ein Problem. Es kommt ja irgendwann ein Punkt, wo ich etwas beschrieben habe als Ergebnis, wo ich leichte Interpretationen vornehme, aber wo dann, was Sie eben auch sagen, die politischen Entscheidungsträger kommen und sagen, jetzt machen wir eine normative Empfehlung daraus. Mhm. Und gerade an dem Punkt, den Sie gerade benannt haben, ist das für mich so ein Punkt wieder, der aber auch bei anderen Verfahren, auch bei qualitativer Forschung, immer wieder auftaucht. Ich habe jetzt ein Ergebnis. Mhm. Ich kann einen gewissen Zusammenhang sichtbar machen. Ja. Und wie komme ich jetzt zur Entscheidung, oder zu der Entscheidung, die Sie jetzt als Satz formuliert haben, als Aussage von, es braucht ein Mindestmaß von Qualität in der Familie, damit Sie von dem profitieren können, was aber vorher definiert worden ist. Mhm. Und ist die politische Entscheidung jetzt, wenn ich ins Normative dann gehe, dass die Familie stark unterstützt werden muss, das ist sicherlich auch richtig, aber es könnte ja auch sein, dass man eine ganz andere Kindergartenqualität, aber die wieder nicht normativ benötigen würde. Und das finde ich auch so schwierig zu entscheiden, dann an dem Punkt zu sagen, was ist jetzt eigentlich zentral? Oder ja, ich glaube, die Interpretation war an dieser Stelle auch einfach nur so gedacht, ein bisschen Vorsicht zu schüren, weil ja gerade, wenn es um die politische Diskussion geht in Bezug auf
die kompensatorischen Effekte, die wir vielleicht erzielen möchten in Bezug auf die Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen oder Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Die Erwartungen sind ja riesig. Und das, was wir dazu wissen, ist eben nicht so optimismus-schürend. Und ich denke, in die Richtung war die Interpretation. Aber Sie haben natürlich recht, dass aus dem, was wir sagen, herausbekommen, sei es nun quantitativ oder qualitativ, dieser Schritt, es dann wirklich in die Politik umzusetzen, ist natürlich ein riesiger. Und oft hat man nicht die Evidenz, um es wirklich belegen zu können. Vielleicht auch nochmal als Hilfe für uns alle. Mhm. Wenn Sie dann sagen, eine hohe Qualität, Wie sehen die denn dann aus? Ja, also eine hohe Qualität wäre letztlich ein pädagogischer Alltag, in dem die pädagogische Fachkraft in anregender Form auf die Voraussetzungen des Kindes eingeht, am Kind orientiert Bildung umsetzt. Also das heißt, wir verstehen hohe Qualität auch immer im Sinne einer alltagsintegrierten Förderung und jetzt nicht im Sinne des Umsetzens zum Beispiel von Programmen. Also da gibt es ja auch recht viel, das ist sehr viel, das wie Mathe 2000 oder Ähnliches gibt. Also wir sehen das nicht in dem Sinne, dass man sagt, gut, so montags, dienstags, donnerstags wird jetzt eine Stunde mit den Kindern mathematische Frühförderung gemacht, sondern letztlich am Alltag der Kinder, dass man die Situationen, die nutzt, zum Beispiel das Tischdecken, das Abzählen im Morgenkreis und Ähnliches eben nutzt, um das natürliche Interesse der Kinder aufzugreifen und eben weiterzuentwickeln. Und gut, letztlich müsste eine qualitativ hochwertige Einrichtung, denke ich, müssten auch Strukturqualität und Prozessqualität einhergehen, weil es ist natürlich auch klar, dass die Prozessqualität immer auch abhängt von den Rahmenbedingungen, in denen es stattfindet. Also wenn eine Erzieherin zum Beispiel in einer sehr großen Gruppe arbeitet, Erzieher-Kind-Schlüsse, was ja derzeit passiert in einigen Einrichtungen, dass die Gruppengrößen wieder sehr stark angehoben werden, dann sind natürlich auch die Möglichkeiten eingeschränkt, genauso wie eine gewisse Qualifikation der Fachkräfte Voraussetzung sein sollte. Nur, dass wir für vieles eben keinen empirischen Nachweis haben. Sie sehen die drei Fragen nach Schlussfolgerung. Haben Sie diesbezüglich vielleicht noch Fragen? Oder Empfehlungen selbst, was denn gehört? Weil zu der Frage der Kompetenzentwicklung werden Sie in den nächsten Wochen nicht mehr so jemanden hier haben, der so viele Antworten darauf geben könnte. Doch, das weiß ich. Ich weiß ja nicht mehr. Bitte. Würden Sie denn den pädagogischen Fachkräften eine intensivere Ausbildung oder eine etwas vielleicht vielseitigere Ausbildung beimessen wollen als jetzt Grundschullehrer? Oder würde man das irgendwie so einhergehen? Aus meiner Sicht persönlich habe ich da kein Allheilmittel oder sowas. Also ich denke, zum einen ist klar, dass wenn man sich zum Beispiel die Bildungspläne anschaut, dass die Aufgaben, die da definiert sind und die Anforderungen, die gestellt werden an die Fachkräfte, dass die einfach enorm sind, sodass man eben schon, denke ich, hoffen sollte, dass insgesamt die Ausbildung und das fachliche Niveau angehoben wird. Mal beiseite gestellt die Frage, wer das finanzieren soll. Dann denke ich, also was ich persönlich denke, wenn ich mir anschaue, in den Schulen haben wir in den Grundschulen auch Lehrer, die spezialisiert sind auf verschiedene Fächer zum Beispiel. Wenn man jetzt in die Kita guckt, dann soll die ideale pädagogische Fachkraft heute
Mathe, Naturwissenschaften, Sprache, Motorik, Musik etc. am Kind umsetzen. Sie soll gleichzeitig Expertin im Qualitätsmanagement, in Betriebswirtschaft sein, in der Kommune netzwerken, Kooperationen mit Familien machen und pädagogisches Vorbild sein. Und ich finde es einfach sehr unrealistisch, jetzt die, also egal von welchem Ausbildungssystem hergehend, die Fachkraft zu finden, die tatsächlich all das umsetzen sollte, sodass ich denke, bei allen Rahmenplänen, die auch zurzeit entwickelt werden, dass man gegebenenfalls da nochmal mit einem realistischen Auge drauf gucken sollte, ob das wirklich von Personen erfüllt werden kann. Wenn nicht, könnte man das denn dann lösen? Also ich denke, also ich bin ja von Haus aus Psychologin, ja. Und was für mich dann immer ein persönliches Reizthema ist, wenn es zum Beispiel um den Bereich Diagnostik in der Kita geht, denke ich, dass man viel stärker mit, ja, so dass sozusagen eine gute Fachkraft schon die Fähigkeit haben sollte, zu erkennen, dass etwas auffällig ist, oder erkennen sollte, dass man etwas vielleicht nochmal überprüfen sollte, aber von einer Fachperson. Also vielmehr diese Vernetzung, auch verschiedene Berufsgruppen, die interdisziplinär zusammenarbeiten, dann eben zusammenbringen, was ja letztlich in der Idee des Familienzentrums auch vorhanden ist, und eben nicht von der pädagogischen Fachkraft erwarten, dass sie zum Beispiel auch noch psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter diagnostizieren und am besten noch behandeln kann. Mich hat das deshalb interessiert, weil wir zurzeit damit beauftragt sind, für die Landesregierung einen Entwurf zu schreiben zu einer Einrichtung eines Modellstudienganges, der hinterher als Abschluss sowohl den Abschluss zur Grundschule als auch für den Kindergarten oder für die Kita ermöglichen soll. Das heißt also, in einem Studium zwei Abschlüsse zu machen. Wir natürlich genau an dem Punkt auch sind, den Sie gerade angesprochen haben. Auf der einen Seite eine sehr umfassende, von einzelnen Domänen und Fachgebieten eigentlich abgekoppelte Ausbildung, oder weitestgehend abgekoppelte, und eine, wie bei den Lehrern und Lehrerinnen, sehr spezifisch auf fächerorientierte. Mhm. Wir diskutieren halt darüber, ob man es nämlich doch mischen kann. Also das heißt, vielleicht nur ein Fach und als zweiten Bereich so etwas wie Inklusions- oder Transitionsexpertin oder so, dass das Fach ist. Ja. Also dass praktisch die pädagogische oder psychologische Grundausbildung einem Fach gleichzusetzen ist. Ja. Aber das ist natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit, zumal wir auch nicht wissen, wie das wirken würde. Ja, das ist schwierig. Also ich denke generell, also diese beiden Berufsgruppen auch zusammenzubringen. Wir haben das ja in Bamberg, gab es ein Modellprojekt KIDS, in dem eine Form des Teamteaching ausprobiert wurde. Das heißt, es sind Grundschullehrer in die Kitas gekommen und haben im Sinne eines professionellen Teams gemeinsam mit den Erzieherinnen gearbeitet. Die Erzieherinnen wurden halt fortgebildet im Hinblick auf eine stärkere fachdidaktische Förderung der Kinder. Die Grundschullehrerinnen wurden fortgebildet im Hinblick darauf, jetzt ihr Grundschulwissen, was sie haben, auf den frühpädagogischen Bereich runterzubrechen und also diese Berufsgruppen zusammenzubringen. Also es sind auch sehr unterschiedliche Welten. Also da neben der Studiengangsentwicklung kommt da ja noch eine ganze Menge mehr auf einen zu. Kultur. Ja. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Woanders Ihnen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich bin sehr gefreut. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und Ihnen eine gute Anreise.